Hey. Lalalala. Schnell. Lauf, Forrest. Lauf. Mach die Fallen an. Let's go. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es gab ein paar kleine Änderungen. Unter anderem spielen wir jetzt nicht mehr in der Alpha 18.3, sondern in der Alpha 18.4, denn gestern Abend gab es wieder ein kleines Update. Da wurde unter anderem das zweite Language-Paket hochgeladen und so einige Sachen ja wieder gefixt. Und wir haben... Ich habe hier schon mal ein bisschen vorbereitet, beziehungsweise schon gearbeitet. Wir haben jetzt Tag 65, 21.45 Uhr gleich. Guckt euch an, die Tür geht endlich manuell auf. Wir hatten ja die elektrische Tür rein, war irgendwie sowieso die falsche. Dann hat das nicht geklappt mit der Verkabelung. Ich habe von euch den Hinweis bekommen, dass wahrscheinlich der Motor oben im Generator gefehlt hat, beziehungsweise ein weiterer Motor. Das wird so richtig sein, aber ich wollte eh nicht die elektronischen, ich wollte eigentlich die manuellen. Das haben wir jetzt hinzugefügt. Dann, pass auf, rennen wir einmal rüber zu unseren noch aktuellen Base. Diesen ellenlangen Weg hier lang. Der arme Bob, der wird nicht geschont, der wird gestreht. So, und da könnt ihr schon die nächste Änderung sehen. Ich wollte mal ein bisschen looten. Haben noch ein bisschen Material besorgt. Und auch hier schon mal eine weitere Tür reingesetzt. Also auch die geht jetzt manuell auf zu unserer aktuellen Base. So, jetzt haben wir es gleich 22 Uhr. Das heißt, die Nachtzombies werden gleich aktiv in 5 Minuten in-game. Da werden wir oben jetzt mal die Falle anschmeißen. Und dann würde ich gerne mit euch... Ach siehst du, wartet mal, wartet mal. Das Ganze wird... gehört, wenn du Marsch. Ist das die richtige? Ja, das müsste die richtige Richtung sein. Denn ich möchte heute gerne mit euch den Zugang zur Base ausbauen, beziehungsweise richtig bauen. Wir haben ja schon einmal einen ganzen... Jetzt ist es 22 Uhr. Wir hatten ja einmal schon den Tunnel gegraben. So. Also was heißt den Tunnel? Den Gang nach unten quasi. Das möchte ich mit euch heute gerne zusammen richtig bauen. Ausbauen, fertig bauen. So, da es dort aber arschdunkel wird, brauchen wir die Fackeln. 9 Stück, weiß ich nicht, ob die reichen werden. Fackeln, was brauche ich dafür für neue? Tierfett, Stofffetzen. Die mal 9 werden reichen, sonst müssten, ja, weil das Tierfett brauchen wir fürs Essen, das würde ich gerne aufheben. So, dann gehen wir einmal zurück. In 5 Tagen ist der nächste Blutmond, ne? Eieiei. Dann ist Tag 70, dann ist der 10. Blutmond. Und soweit ist ja unsere Base schon ready. Ich habe auch schon mal den Generator geholt, damit wir heute vielleicht noch am Ende der Folge die Klingfallen unten quasi anschließen können. Motoren sind ja auch noch oben. Ich würde jetzt bloß gern ungern ganz raus wollen. Deswegen warten wir einfach mal ab. Wir gehen jetzt hoch, schmeißen auf jeden Fall die Klingfallen an. Beziehungsweise, genau, wenn wir einmal oben sind, können wir ja die Motoren holen, schnell. So, jetzt können wir mal unserem Bob eine kleine Pause. Hier machst du zu. So. Müsste man natürlich zuerst raus, ne? Weil wir jetzt die Fallen anmachen, war es das dann. Wir haben hier elektrifiziert. Beziehungsweise die Klingenfallen erwischen uns dann. So, pass auf. 3 Motoren, die sollten ja wie gesagt reichen. Licht hat man, Kabel haben wir, das brauchen wir nicht. Ja, komm, ist gut. So. Dann müssen wir ja beide anschmeißen. Dann mal nach, einschmeißen. Ja, wir hatten hier 2 Motoren für das Licht. So, ja, der Licht ruft Schwarzenegger, ne? Und steckt den an und in den Stecker. So, einschalten. Und Fallen aktiv. Aus Sicherheitsgründen. Ich habe mal von draußen die ganzen Woodframes, wo ich euch das abgezählt habe, mal mit eingesackt. So, jetzt haben wir auch wieder ordentlich Holz. 3220 aktuell. Hier machen wir zu.
So, dann will ich hier einmal hier rein. Die müssten eigentlich in die andere Richtung aufgehen. Egal. So, Sesam, öffne dich. Das sieht dann wieder blöd aus, wenn die hier... Okay, wir lassen das so. Den wollte ich, wie gesagt, gerne. Ach, jetzt habe ich den Schalter natürlich nicht mit, ne? Ist nicht so schlimm. Ist halt die Frage, ne? Falls hier unten welche kommen, würde ich den Schalter hier hinbauen. Dann bauen wir den Generator hier hin. So hin. Dann zum Schalter. Und dann dort rüber, ne? Genau, es soll ja bloß die Klingenfallen hier unten bedienen. So, zack. Ja, den bauen wir jetzt einfach so hin. So, den Schalter müssten wir dann noch hier hinbauen. Beziehungsweise kann man auch den hier hinbauen oder da hinbauen. Sollte jetzt nicht stören. So, dann hauen wir die Motoren hier rein. 150 Watt. Wie viel brauchen die eigentlich? Das weiß ich noch gar nicht aus dem Kopf. Warte mal. 20. 20, 40, 60, 80 Watt. Hoppala, das war falsch. Hör auf zu quatschen. 80 Watt. Wenn ich jetzt einen Motor wegnehme, reicht das ja. Dann sparen wir uns einen Motor. Sehr gut. So, dann müssen wir das noch anschließen. Wie gesagt, das Kabel noch setzen. Und dann sind wir hier ready. Sehr gut. Dann kann der 10. Blutmond kommen. So, wir gehen jetzt hier einmal hier runter. Die Leitern hatte ich auch schon vorbereitet. Wie gesagt, das Holz war sehr knapp. Beton habe ich schon vorgeholt. Sehr gut. Das heißt... Können erstmal weg. Ich würde sagen, doch, das brauchen wir auch gleich. So, setz die mal hier hin, wenn das geht. Geht natürlich nicht, weil wir sind hier im Weg. Ne, wegen der Leiter. Alles klar. So, dann würde ich sagen, das wird ja der Aufgang. Sprich, wir müssten hier jetzt runterbohren. So echt mit dem Licht hier klarkommen, ne? Eieiei. Let's go. Einmal wieder ganz runter. Könnte etwas dauern. Aber nur könnte. Nachtanken. Hier müssen wir halt gucken, was wir hier machen. Ne? Hier haben wir einen Nitrat. Nitrat. Na, wie sagt man? Ader. Könnte man irgendwas draus machen, ne? Das würde ich ungern. Das müssen wir bedenken beim Aufbau dann, dass wir hier irgendwie noch eine Mine erschaffen. Mit separaten Zugang oder so. Ganz schön tief, ne? So, das war wieder simpel. Hier haben wir noch eine Nitratader quasi. Die müssen wir irgendwie noch erschließen. Wenn wir sie einmal haben, warum vergeuden, ne? Hier bis hier runter, ey. Das ist so übel, ey. Eieieiei. Direkt beim Base-Zugang haben. Warum nicht, ne? Was war das? Boah. Das ist sie, ne? Also. Angst vor engen Räumen dürfte man hier nicht haben. So, pass auf. Oh Gott. Jetzt haben wir das Süße. Jetzt müssen wir erstmal die Leitung hier irgendwie anbringen.
So, da kommen wir natürlich jetzt nicht ran. Kriege ich das, wenn ich crouche? Ne, kriege ich nicht ran. Ja, das geht. So. Das ist jetzt natürlich nicht so vom Vorteil. Ich würde gern... Wartet mal, wir machen das anders. Zack. Komme ich da? Ne, jetzt komme ich da nicht hin, weil ich da das schon gesetzt habe, ne? Wie machen wir denn das? Hochframe geht gerade nicht. Weil ich hier kann hier keinen Block setzen, weil... Ja, wie soll denn das... Pass auf, dann machen wir das anders. Bestimmt kompliziert, wie ich das baue, aber... Ach ja. Einfach freie Schnauze, ne? Jetzt muss ich natürlich erstmal den einen Frame noch setzen, den ich hier gerade wieder geklaut habe. So, pass auf. Jetzt könnte ich rein theoretisch die Leitern. Wenn ich jetzt nämlich hier hochspringe, komme ich ja eigentlich ran, oder? Wieso war ich jetzt hier gehindert? Ach, das sieht man. Im Dunkeln sieht man das so schlecht. So, perfekt. Kannst du das wegnehmen? Zack, zack. Ja, ich krabbel noch ein bisschen hoch. Warte, falsche Richtung. Wo ist die Leiter? Ich sehe die nicht. Hä? Wo ist die Leiter hin? Da ist die Leiter. Bauen wir natürlich gleich so hoch wie möglich. So. Zack. Dann ist die Verbindung gestellt. So, jetzt müssen wir hier noch eine reinsetzen. Warum will die nicht? Jetzt so, jetzt haben wir hier einmal eine Leiter komplett bis runter. Jetzt müssen wir natürlich das Ganze nach oben machen. Mal gucken, ich habe 51 Leitern gemacht. Mal gucken, ob die reichen, ne? Dann tun wir die eine Säule zumindest schon mal betonieren. Und dann kümmern wir uns erstmal um die Minen, würde ich sagen. Wie gesagt, die Base hier unten, das werden wir niemals bis zum nächsten Blutmond schaffen. Das ist... mir auch schon vollkommen klar. Mir ging es halt oben um den Bereich, dass wir zum nächsten Blutmond dort die Zombies bekämpfen können. Beziehungsweise bekämpfen lassen können. Ohne, dass wir groß was dazu tun müssen. Wir müssen einfach erstmal bloß darstellen und gucken, was, wie sich das entwickelt. Natürlich kann das auch ein ganzer Flop werden, ne? Das ist halt, das ist die Testphase davon. Nach dem 10. Blutmond wissen wir, was wir da noch ändern müssten. Beziehungsweise wo die Schwachstellen sind, ne? Das kann natürlich auch sein, dass die sich durch den Berg dann von oben mitgraben. Damit müssen wir natürlich auch rechnen, ne? So, gleich sind wir oben. Sehr gut. Ah, das werden wir dann alles zur nächsten Blutmondnacht rauskriegen. Ah, um eins habe ich mich verzählt. Um eins. Naja, dann... Das eine kriegst du noch, so. Eins, zwei, drei. Und dann ist der Aufgang erstmal geschafft. Sehr gut. So, jetzt gehen wir wieder runter. Und tun nebenbei die Blöcke schon mal aufwerten. Das kommt mir wie Slow Motion hier vor, ey. Oh, das ging schnell. Ah, so will ich das haben. Warum hat er sich so engstirnig am Anfang? Einfach die Taste für nach unten gehen gedrückt halten und die rechte Maustaste. So habe ich mir das vorgestellt. Automatisiertes Bauen. Level up. Jetzt muss ich die andere Taste drücken. Wieso denn das? Hä? Okay, Level 63. Hammer.
geht auf immer schnell runter, ne? Oh, wir sind schon unten. Sehr gut. Dann hier noch und hier noch. Sehr gut. So. Dann könnten wir quasi einmal wieder hochgehen. So, hier haben wir eine Nitratmine. Ich weiß halt nicht, ob das eine kleine ist oder eine große, ne? Ich würde sagen, wir bohren dem da mal nach. Ich würde, wenn, dann sowieso so einen Zweiergang irgendwie machen. Rübergehen. Eins tiefer gehen. So. Das wird ja eh noch alles abgebaut. Aber hier so den Zugang dazu legen vielleicht. Das ist schon mal die Markierung dafür. Halt, stopp, wir müssen wieder hoch. Und dann hatten wir noch irgendwo hier, ne? Ja. Hier haben wir noch eine Nitratader. So. Zack. Und zack. Dass wir da einen Zugang haben. Passt auf. Beziehungsweise könnte man das ja auf die Seite hier machen, quasi. Ich weiß halt nicht, wie tief die Nitratader ist, ne? Muss ich ja eh alles noch wegbohren. Dann lass uns das doch mal von der Seite lieber ausmachen. So. Und da unten auch. Den Zugang quasi, ne? So, das weg, das weg. Da haben wir auch ein leichteres Spiel als Zutritt dann. Gut, dann einmal wieder hoch. Jetzt werden wir den Schacht hier weiter ausbauen. Nochmal Nitrat. Gut. Wir nutzen alles, was natürlich geht. Ne, nicht schießen, nein. Das ist komplett falsch. Oh Mann. Und am Ende können wir es eh wieder mit Erde auffüllen, wenn es schon dann relativ fix ausgeschöpft sein sollte. Und dann können wir das immer noch dicht machen, ne? So. Okidoki. Dann würde ich sagen, wir bohren uns einmal hier ringsrum. So. So. Kann ich hier hoch? Dankeschön. Genau so wollten wir es. So. Wenn das mal den Überblick hier behalten, ne? Nee. Zack. Der bohrt überall, bloß nicht da, wo ich möchte. So. Hier. Das. 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 Und das. So. Das sollte soweit passen. Passt auf. Dann geht's hier einmal runter. Aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle, ey. Absturzgefahr. Einmal nachtanken.
Ihr seht schon, wie aufwendig nur dieser Zugang zu unserer Base ist, ne? Das muss ja alles ordentlich gemacht werden. Schon das ist aufwendig. Und dann noch die Base erstellen. Da werden wir noch so einiges zu tun haben. Ich bin erstmal froh, dass es soweit für die 10. Blutmondnacht alles steht. Das ist schon viel wert. Bis jetzt ist auch kein Zombie zu hören. Das ist auch schon mal viel wert, ne? Und die Minenzugänge müssen wir natürlich auch entsprechend absichern, ne? Nicht, dass die sich wirklich hier so tief durchbuddeln, weil wenn wir hier die Zugänge dann offen lassen, dass sie dann durchkommen. Das wäre natürlich auch blöd, ne? Ich weiß es halt nicht, ob die so intelligent sind. Kennen die KI leider nicht wirklich, wie die programmiert ist. So, jetzt buddeln wir hier auch gleich das raus. So. 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 So, dann haben wir das schon mal. So. Diese Ecke hier. Also heute wird es quasi alles freigelegt werden. Den kompletten Aufraum werden wir, denke ich mal, gar nicht schaffen, ne? Wobei die Hauptsäule, da wo ja wo die Leiter ist, die ist ja jetzt schon komplett fertig. Die Leitern haben wir schon angebracht. So, die ersten weiteren Gänge nach unten. Da kommt ja dann quasi die Betonmauer wieder hin. Zugang soll wirklich abgesichert sein. Man könnte es, wie gesagt, natürlich so lassen, aber ich möchte halt wirklich, dass der Zugang abgesichert ist zu unserer Base. Falls doch Zombies sich so weit tief durchbuddeln, und die tun auf jeden Fall buddeln, und das anscheinend sehr fleißig, möchte ich wenigstens den Zugang gesichert haben, ne? Außerdem sieht es ordentlich aus. So könnt ihr euch das vorstellen bei dem Tunnel, den ich gegraben habe, zur aktuellen Base. Es ist halt nicht sehr spannend, ne? Aber wenigstens mal eine Folge mit euch zusammen bohren, denke ich mal, ist okay. Viele interessieren sich ja dafür, wie die Base sich da weiterentwickelt. Beste Erdreich hier durchzukommen. Sehr schön. So, dann hätten wir das auch schon mal. Dann geht's wieder hoch. Na komm, trau dich, Bob. So außer Puste bist du gar nicht. So. Da machen wir jetzt das Schlimmste mit den Zugängen hier. Dann haben wir die Seite auch schon mal weg. Muss man natürlich aufpassen, wenn wir hier runterfallen. Bob ist durstig, dann geben wir ihm mal so einen runden Tee. Komm, trink gleich noch ein. Doppelt hält besser. So, let's go. Boah, das was wird. Eieieiei. Bob, halt dich ja gut fest, du, ich sag's dir. Schön immer in die Ecke pressen hier. Die ist leider nicht die beste, ne? Man könnte ja von der Leiter aus bohren, aber ich will gerne von oben herab bohren. Nein, du bleibst hier oben, Bob. Sehr gut. Sehr gut. Bob. Ja, man rutscht halt automatisch runter, ne?
bohrt sich ja quasi den Boden unter den Füßen weg. Und da links schon weg ist. So. Erster Zugang ist gelegt. Ich finde, so sieht man halt schlecht, ne? Außerdem, das immer zu korrigieren, na, das ist schwierig. Dann lieber so. Bisschen dagegen halten. Dann geht das schon. Ja, erstmal nachtanken. Erstmal nachtanken. So, sehr gut. Sehr gut. Hätten wir hier quasi. Oder wir machen eine Mine. Beziehungsweise einen Zugang. Ist jetzt die Frage, welchen nimmt man? Nimmt man den? Oder den untersten? Den in der Mitte finde ich den totalen Schwachsinn. Aber nach oben ist auch wieder blöd, ne? Graben. Also mit der Mine habe ich absolut noch gar keinen Plan. Wir machen wirklich drei Zugänge, drei Minen. Und man verbindet das dann quasi, ne? Mit einer Leiter, das geht natürlich auch. Weil die Betonklötze sind ja dann eh gesetzt, ne? Dann nehmen wir den untersten Aufgang. Beziehungsweise als Zugang. Wir können dann immer zwischen Leiter hoch und runter wechseln. Das war eine Idee. Da müssen wir echt mit Fackeln ordentlich ausleuchten. Seht schon mit dem Licht hier eine Herausforderung, ne? So, und das war's. Richtig, richtig. Sehr gut. Dann haben wir das wenigstens auch schon mal. So. Okay, wir haben einen Zombie. Um den möchte ich mich kümmern. Wenn die wieder anfangen mit Buddeln, dann gute Nacht. Ja, die buddelt jetzt schon wieder. Ah, ist doch dumm. Geladen. Super. Diese, was wie Punches klingt, ist die Schreierin, die gerade buddelt. Und das Problem ist, finden wir erstmal raus, wo die ist, ne? Da. Du schreist nicht und du buddelst auch nicht hier, Mensch. Wieder ein Loch drin. Cool, jetzt habe ich wieder den Bug, dass ich die Waffe nicht sehe. Ah ja, na, natürlich auch noch so einer, ja. Hi. Schnell. Lauf, Forrest. Lauf. Mach die Fallen an. Let's go. So, was habt ihr davon? Nee, 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 nicht gegen die Mauer. Jawohl, so möchte ich das. Nächste. Sehr gut. Man sieht's kaum. So weit entfernt ist es, aber es scheint zu klappen. Erstmal tief Luft holen, ne? Ja, so, komm, das reicht. Noch einer, oder? Oh.
Diese Aggressionszombies, ehrlich. Hat sich bitte hier einer irgendwo ein Loch reingebuddelt, oder? Nutzte das von der Schreierin, das Loch? Irgendwo ist einer. Bist du das gewesen? So ne Mann. So nit. Jetzt ist Ruhe. Sehr gut. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Eine Stunde, dann ist die Nacht sowieso vorbei. So, da haben wir die Fallen hier erstmal wieder in Action gesehen. Sehr gut. So, pass auf. Zack. So. Dann gehen wir einmal hier runter. So. Mit was ruhig nachrutschen, ne? Das auch nachtanken, kein Problem. Steine an. Wir können ja gleich mal gucken. Die Hälfte haben wir jetzt ungefähr weg. Ein bisschen weniger als die Hälfte, aber... Gucken gleich mal, wie viele Steine wir jetzt schon wieder nur durch diese Bohraktion hier gesammelt haben. Bleibst da. Zack. Jetzt sind wir unten, oder? Ja. So. Wir haben... Hier haben wir ein 6er Stack. 6000 Stack. Also hier und hier 2400. Also fast 2,5 Stacks. Steine schon wieder. Das ist schon eine Zahl, ne? So. Das Ganze kommt gleich nochmal, ne? Kniffliger hier, ne? Eieieiei. Bergbauarbeiter Bob ist ein Wagen. Eieieiei. Draht. Sehr schön. Das nehmen wir natürlich alles gerne mit. Ja. Ich glaube, ungefähr zweimal muss man immer nachtanken, ne? Pro Gang nach unten. Wäre so schön, wenn es hier einen Fahrstuhl geben würde in dem Spiel. Das wäre nice. Oder so ein automatischer Bohrer, den du ansetzt und der einmal auf die Tiefe, die du festlegen kannst, dann bohrt einmal, ne? Bergbauarbeiter möchte ich aber ehrlich gesagt auch nie sein, ey. Den ganzen Tag unter der Erde. Der ganze Dreck und so.
Das ist ein Knochenjob halt, ne? So, zack. Sehr schön, hier haben wir fast einen ganzen Turm hingelegt, ey. Zwei Reihen müssen wir noch machen. Dann haben wir das schon mal fertig. Sieht man auch wunderbar, glaube ich, besser die Nitratmine hier. Guck mal, die fängt hier unten schon an. Die zieht sich dann hier hoch. Hier ist eher weniger. Da würde ich sagen, da oben. Hier sieht man es so schön. Dann würde ich sagen, die setzen wir hier hin, den Eingang. So, nimm das mal weg. Eins, zwei, zack, zack, zack. Und dann können wir uns nach oben arbeiten. Sehr gut. So ist der Plan. Zack. Dann nehmen wir schon mal den Bohrerchen. So, noch zwei Gänge nach unten müssen wir machen. Dann haben wir es geschafft. So, 4 Uhr am Morgen, das haben wir geschafft. Dann machen wir die zwei Gänge jetzt nach unten. Und dann würde ich sagen, verkabeln wir noch die Klingenfallen hier unten. Ach, siehst du, ich muss ja noch diese... Ich muss den Schalter holen und ich muss noch... zur Verbindung der Kabel, die muss ich noch craften. Das machen wir dann noch zusammen. Ein paar Minuten haben wir ja noch Zeit. Mittlerweile ist es ja fast immer eine Dreiviertelstunde, dieses Let's Play hier. Zieht sich ja stellenweise einmal ringsherum, ne? Das Nitrat hier. Da haben wir noch ordentlich zu buddeln. Gucken dann mal, wenn wir den letzten Gang nach unten gebohrt haben. A, wie viele Steine wir insgesamt haben. Und B, wie viel Nitrat wir hier dadurch eingesammelt haben. Viel wird es nicht sein, aber nur durch die ganzen Reihen. Tausende wird es bestimmt sein. So, dank mal nach. Das Benzin müsste rein theoretisch auch reichen. Alles gut berechnet. Der Bohrer hält auch durch. Au, das ist der einfachste Gang gewesen. Wenn man nur Erde hat. Also hier unten ist es dann immer relativ... Selbst hier unten hast du Nitrat? Ja, das läuft. Eieieiei. Gut, dann auf geht's zum letzten Gang. Oh, haben wir aber ordentlich was erreicht heute. Sehr schöner Aufgang. So. Zack. So, letzter Gang nach unten. Und dann können wir morgen in der Folge hier schon die Betonierungsarbeiten machen. Die Gitter setzen und mit Beton auffüllen. Mit Beton. Beton. So, genießen wir den letzten Gang nochmal. Dann ist das Schlimmste eigentlich geschafft. Nach unten ist halt immer so eine Sache zu bohren. So, tank nochmal nach. Fällt gerade ein, unten die eine Leiter müssen wir noch mal wegmachen, weil ich will ja einen Block mit Beton machen und nicht die ganze Zeit auf der letzten Schicht der Map hier rumlaufen. Ich möchte gerne in der Base auch vielleicht das ein oder andere verschönerungsmäßig machen, beziehungsweise eventuell auch Kisten in den Boden vergraben. Das heißt, da muss die unterste Leiter wieder weg. Ja, ist ja kein Ding. Geht ja ganz schnell. So, jetzt sind wir gleich unten. Zack, ins Erdreich. Zack. Ja, darfst noch einmal nachtanken.
Ja. Das gute Nitrat wird hier mit abgebaut. Heieieiei. So, letzte Erdschicht hier, oder? Zack. Das war Stein, okay. Und dann sind wir schon unten. Sehr schön. So sieht das Ganze aus. Da wollen wir den Zugang legen. Beziehungsweise man könnte auch hier unten eigentlich, wenn hier schon, aber nach da oben ist das meiste, glaube ich, gewesen. Wir machen das da oben, dass das ein bisschen getrennt ist. So, pass auf. Dann tauschen wir einmal Bohrer gegen Kettensäge. Und dann bohre ich das hier weg. Weil wie gesagt, hier soll dann noch ein Gang hinkommen, also ein Boden hoch, so. So kann man dann unten auch noch was verschönern, beziehungsweise was in den Boden versenken. Und nur zur Verandeutlichung, zack, zwei hier hoch, zack, 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 zack. Hier ist dann quasi, nehmen wir die weg, so. Hier ist dann quasi der Eingang zu unserer Besen. Das wird, wie gesagt, dann alles hier schön mit Beton ausgearbeitet. Und da die zwei Woodframes, da wird der Eingang zur neuen Mine mit dem Nitrat. So, jetzt gucken wir einmal nach. Wir haben 3 Stacks, 6000er Steine und einen halben Stack. Und wir haben Nitrat. Wo ist es da? 1000, hm? 3600 haben wir abgebaut. Nur mit dem bisschen, mit dem Boni. Ja, Heidi Witzka, ne? Das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. Gut, dann haben wir das. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch schnell. Ja, die Zeit ist noch, komm. Dann machen wir noch schnell die Verkabelung. Ich hoffe, das Craften dauert jetzt nicht so lange. Wir müssen auf jeden Fall einmal zurück in unsere Base. Könnten wir. Ah ja, komm, wir gehen. Hier lang. Haben wir einen Kaffee? Ja, einen haben wir noch. So, Zeit, dass wir Kaffee kochen. Also baut sich der die Stamina schneller wieder auf. Zack. Also ich brauche einen Schalter. Die müssten oben in der Baustelle auf jeden Fall sein. Und dann brauche ich halt noch 1, 2, 3, mindestens 3. Wegen der Verkabelung. Diese Relais. So. Schwupps, sind wir schon in unserer aktuellen Base noch. So. Jetzt muss ich kurz gucken. Verkabelung, Verschallung. Genau. 1 und 2 geschmiedete Eisen. So, backen wir mal. Ich weiß es nicht. Machen wir 4. Ja, komm, hier. Dann nimmst du die 5 noch. Und 1, 2, 3, 4, 5. Oh ja, 1, 1, oder? Elektriker, Kabelverschaltung. Nee, da brauchen wir 2, also 10. Gut. Hammer, bitteschön. Gern geschehen. So. Dann zack. Electrical Kabelverschaltung. 5 Stück, 1 Minute 17, das passt. Dann nehmen wir das gleich noch mit. Dann machen wir morgen quasi, wie gesagt, dann den Schacht betonieren quasi. Den Zugang zu unserer Base. Und dann geht's schon los. Mit dem Bau unserer Base. Mit der Planung, mit dem Bau. Beziehungsweise mit den nächsten größeren Bohrvorhaben. Mal gucken, ob wir das zusammen machen oder ob ich eventuell das Schlimmste schon mal vorweg bohre. Weil wie gesagt, jetzt in der Folge haben wir ja fast nur gebohrt, ne? Das gefällt mir gar nicht, was da unten schon wieder aussieht. Nur durch die Spucker. So nicht, ne? So, und das müssten wir, wie gesagt, auch noch ein bisschen herrichten. 4 Tage bis. Das wird knapp. Das wird knapp. Das ist nicht ganz so schlimm, weil wir die Elektrozahlen habe ich mich jetzt dagegen entschieden. Wieder herzurichten, großartig. Hält wirklich, ja, sowieso nicht wirklich lange, ne? So. Gucken wir mal oben nach.
Weil das muss schon als Backup hier quasi auch noch stehen. Zumindest halt. Die Klingenfallen müssen wir noch dran machen. 3 Stück neu verkabeln. Das ist fertig, sehr gut. Und was war es nachher? Ja, und die Spikes möchte ich gerne auf jeden Fall noch haben. Dass, falls wir doch hierher flüchten müssen, dass wir da geschützt sind, ne? So. Dann einmal zurück. Dann noch schnell jetzt die Verkabelung gemacht. Und dann sind wir auch schon durch. So spannend war die Folge heute nicht. Mehr bauen als irgendwas mit Zombies machen. Aber ein paar Zombies hat man ja. Und gehört halt mit dazu zur Baustelle, ne? Der Kaffee ist, die Wirkung ist schon wieder vorbei. Oh Gott. So, mach mal auf das Ding. So. Darf es jetzt zumachen. Müssen wir einmal nach oben. Ich brauche ja noch den Schalter. Zap. Ich brauche jetzt nicht wirklich, dass man das, ich mache an, wenn wir sagen, wir hier aktiv sind. Dim, 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 dim. So, Schalter, wo bist du? 2 Stück. Naja. Eine Klingenfalle haben wir hier schon. Da brauchen wir bloß noch 2 herzustellen. So. Zack. Zack. Wir gehen jetzt einmal hier runter. Sagen wir mal hier schon mal zu. Falls irgendwas ist. So, jetzt ist die Frage, wo haben wir den Schalter hin? Haben wir den hier hin? Das ist natürlich besser mit der Verkabelung ringsum, ne? Das ist natürlich die Frage, falls hier ein Spucker mal runterkommen sollte. Ja gut, da können wir gegen wo gehen, oder? Wir können es natürlich auch hier machen, dann zieht es sich aber da durch. Das ist so schräg durch. Sieht bestimmt auch wieder blöd aus, ne? Wir hauen den jetzt hier hin, komm. Pass auf. Dann, jetzt müssen wir natürlich wieder richtig verkabeln, ne? Dass das auch wirklich funktioniert. Das soll zum Schalter. Der Schalter sagt Klingenfallen an. So. Zack, dann müssen wir einmal hier runter. Hier schon wieder passiert. So, einmal hier runter. Dann machen wir ja, so und so. Dann sollst du auf jeden Fall so den Kreislauf haben. So, so und so. Und dann gehst du. Nee, der ist noch nicht an. Gott sei Dank. Ich dachte jetzt, wenn der an ist und wir das hier anstöpseln, werden wir doch von den Klingen zerfetzt. So. Und so. Aus dem Hintergrund, wenn mal einer ausfällt oder getrennt wird irgendwie, wenn wir das hier in Reihe wieder schalten, na, dann funktionieren die anderen wieder nicht. Hier können jeweils irgendeiner ausfallen und der Rest, der funktioniert halt noch. So, dann geht's nochmal ans Testen. Vorsicht. Verkabelt haben wir es erfolgreich. So. Wir machen gleich nochmal unten den Check. Lieber zu. Lieber absichern. So. So. Das wäre quasi die Absicherung. So, und dann können wir demnächst nämlich auch wieder endlich das Gitter hier machen. So, jetzt checken wir das nochmal ab. Generator gibt natürlich den Strom. Der gibt ihn zum Schalter. Und der Schalter sagt, wenn er ein ist, geht der Strom weiter dahin, der geht zu der Klinge, der Strom wird da weitergeleitet und dann zu der Klinge, der Strom wird da weitergeleitet zur Klinge, das passt. Pass auf, einmal reicht nicht ganz das Benzin, was wir noch hatten, okay, in der Base haben wir ja noch genug, aber für den Test wird es reichen. So, pass auf, jetzt machen wir das einmal weg, dass das nicht irritiert. So, Schalter an und alle 4 Klingen springen umgehend an. Sehr gut. So soll es sein. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal von ganz oben an. Ah, das ist richtig geil. Sehr schön. Man sieht endlich den Fortschritt, ne?
Beziehungsweise sieht man auch das, was ich überhaupt vorhatte. Genau so sollte es sein. Und ja nicht hier runterfliegen. So sollte es sein. Vorsicht, das ist der nächste Falle. Also, zur Erklärung nochmal, vielleicht für die, die gerade neu dazugekommen sind. Die neue Base ist so für die Blutmondnacht. Die Zombies kommen hier durch. Zumindest der Großteil. Ein Teil wird sich natürlich irgendwie versuchen, hier durchzubetonieren. Deswegen haben wir teilweise eine doppelte Betonmauer gebaut. Der größte Teil kommt hier durch. Natürlich sind die Klingenfallen so platziert, dass die genau auf den Gehwegen von den Zombies sind. Die werden irgendwie durchgeschnetzelt. Wir haben natürlich auch Spinnen, die weit springen können oder so. Es kann also passieren, dass der ein oder andere Zombie durchkommt. Natürlich werden die Klingen auch irgendwann kaputt gehen. Das heißt, vielleicht kommt der ein oder andere irgendwann mal hier so durch und denkt, juhu, ich hab's geschafft. Und wird dann überrascht werden, weil er wird ja hier auf den Graben stoßen, wird hier weiter durchlaufen, weil der Steg ist natürlich dann weg bei der Blutmondnacht. Wird dann hier runterfallen und hier werden ihn die nächsten Klingen erwarten. Und falls das auch passieren sollte, dass die Klingen irgendwie kaputt gehen oder irgendein Zombie es schaffen sollte, bis zu dem Gitter zu gelangen, wo wir ja dann unten sind, werden wir auf der anderen Seite stehen, diese natürlich dann eliminieren. So ist der Plan für die Blutmondnächte, beziehungsweise wenn wir mal vielleicht irgendwie eine Wanderhorde haben, können wir die auch hier natürlich wieder reinlocken, so wie vor uns in der Nacht die Zombies, die 3-4 Stück, die hier natürlich dann unsere Klingenfallen gespürt haben. Und damit sind wir jetzt aber am Ende mit der neuen Folge von 7 Days to Die. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr es gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen. Und was noch nicht gemacht hat, gerne ein kostenloses Abo. Damit unterstützt mich und mein Kanal. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn wir quasi den Zugang zu unserer Base dann betonieren. So ist zumindest der aktuelle Plan. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen. Verabschiede mich. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis morgen. Macht's gut.